Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ophelia und wir spielen Mass Effect 2. Und jetzt reden wir nochmal mit Kian Luros. Guten Tag, Bürger. Willkommen in der Verkaufsstelle der Sirta Foundation im Sakara-Bezirk. Guten Tag. Fragen mal nach der Kreditkarte oder Creditkarte von Kortun. Vor nicht allzu langer Zeit war hier ein Volus. Hat er eine Kreditkarte fallen lassen? Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Er hat nichts gekauft. Okay. Ich möchte gerne etwas einkaufen. Ich möchte etwas kaufen. Der Einkauf erfolgt über unser Katalog-Interface. Es ist da drüben. Okay. Was ist denn die Sirta Foundation? Was gibt's denn hier so zu kaufen? Erzählen Sie mir mehr über dieses Geschäft. Die Sirta Foundation ist eine Organisation der Menschen, die für ihre Heilmethoden in der Gentherapie und genetisch hergestellte Produkte bekannt ist. Sirtas bekanntestes Produkt ist vermutlich das selbst entwickelte Medigel. Oh, okay. Ich bin Promi, wissen Sie, und ich würde gern einen Rabatt kriegen. Ich würde auch Werbung für ihr Geschäft machen und auf ihr Band sprechen, dass das hier das beste Geschäft ist, wo ich einkaufen gehe auf der Citadelle. Mir sind ihre Preise aufgefallen. Ganz schön happig. Bei allem Respekt, die Foundation ist an Profit nicht interessiert. Ein Teil unseres Umsatzes wandert in die Forschung zur Heilung von Erbkrankheiten. Wissen Sie, was Ihr Angebot populärer machen würde? Eine Empfehlung durch die Frau, die Saren besiegt hat. Och, ach herrje. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich gebe Ihnen mit Freuden meinen Angestelltenrabatt, wenn Sie das für uns tun. Dann haben wir einen Deal. Sprechen Sie einfach in meine Konsole hier. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ich werde das sofort in unsere Werbekampagne einbauen. Vielen Dank. Oh Gott. Okay, also wir kriegen dafür Vorbildpunkte. Ich glaube, das wird nochmal alles nach hinten losgehen, aber gut. Was haben wir denn hier Schönes? Mikroscanner. Medigel-Kapazität erhöht um 5. Und Lebenserhaltungshülle. Das ist aber wieder, war zum Anziehen, oder? Lebenserhaltungsgurt. Aha. Ist das eine Hose oder sowas? Oder ist das wirklich was... Okay, komm, pass auf. Wieso haben wir denn jetzt wieder so viel? Hatten wir nicht mal weniger? Keine Ahnung. Mach ich mal das? Das nehme ich mit. Und komm, das nehmen wir auch mit, so. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch ganz viel Waffen dann kaufen. Hier steht, dass Nervenerweiterungen hin und wieder motorische Gut. Ich sehe kommen, dass ich das eh nie trage, weil ich ja jetzt meinen schicken Anzug hier habe, den ich trage. Der ist nämlich ganz cool. So, was haben wir hier? Applications. Zeronis Applications. Okay. Welches Tech-Modul sollen wir gleich nochmal kaufen? Oh Gott, hier gibt es so viele Sachen, die wir kaufen können. Willkommen bei Saranis Applications. Interessieren Sie sich... Oh, Shepard! Kennen wir uns? Nein, aber ich kenne Sie. Selbst ein seniler Hanna erinnert sich an den Menschen, der die Geth zurückgeschlagen hat. Ich dachte, Sie wären tot. Ja, das kriege ich oft zu hören. Bitte, sehen Sie sich nur um. Es ist eine Freude, Sie bei uns zu haben. Haben Sie vielleicht Kortuns Creditcard gesehen? Vor nicht allzu langer Zeit war hier ein Volus. Hat er eine Creditkarte fallen lassen? Oh, ja, er hat ein paar Treiber für sein Umweltsystem gekauft und ist dann ohne seine Karte gegangen. Als ich es bemerkt habe, war er schon weg. Falls Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, dass ich Sie hier unter dem Ladentisch verwahre. Es kann gar nicht sein. Ja, heutzutage läuft alles automatisch. Da drüben steht ein Katalog-Interface. Okay, ich bin Promi, weißt du? Und, das ist so lächerlich. Ich könnte einen Rabatt vertragen und ich würde auch sogar was auf Ihr Band sprechen. Wissen Sie, ich benutze bei meiner Arbeit ganz schön viel Software. Es ist eine Schande, dass kaum jemand Ahnung von seinem eigenen Equipment hat, sobald es über das eindeutige Draufklicken und Hinfliegen im Navigationsinterface hinausgeht. Sie würden nicht glauben, wie oft ich höre, warum wendet das Schiff? Wir haben doch erst die Hälfte des Weges hinter uns. Oh doch, das glaube ich. Wissen Sie, ich mag Ihre Produkte. Interessiert an einer Empfehlung durch den Menschen, der Saren besiegt hat? Ich wäre entzückt, aber ich könnte es mir vermutlich nicht leisten, Sie dafür zu bezahlen. Nur keine Sorge, wir könnten doch einfach einen Preisnachlass vereinbaren. Unbedingt. Sprechen Sie einfach in meine Konsole hier. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Das ist großartig. Ich werde es sofort bearbeiten und verwenden. Vielen Dank. Cool.
So, was haben wir denn hier? Tech-Schaden und Schadensschutz. Ja, haben wir natürlich null Geld für, aber ist nicht so schlimm. Haben wir die Werbung uns schon angeguckt? Komm, machen wir mal. Shepard, wir wissen, dass die Zeiten hart sind. Die Unterlagen der Station zeigen, dass Sie letztes Jahr nur 0 Credits verdient haben. Ach, krass. Sie eine Überbrückung zu Ihrem nächsten Gehaltscheck am Fehler, Datum nicht gefunden, brauchen, kann Ihnen LabCorps Pfand- und Zahltagleihe behilflich sein. Wir beleihen unbürokratisch elektronische Geräte aus Ihrem persönlichen Gebrauch und Ihrem Haushalt. Wertvolle Metalle und Schmuck, genetische Prüfdaten und virtuelle Intelligenzen. Keine Überprüfung Ihrer Kreditwürdigkeit. Keine Fragen. Wir benötigen lediglich Ihre Bürger-ID. Besuchen Sie uns noch heute. Na, da müssen wir aber hin. Können wir dich scannen? Nein, können wir nicht. Okay. Dann gehen wir mal schnell hier zurück. Und werden das Missverständnis mal aufklären, dass die arme Quarianerin... Ich habe ihre Hand... Gehen Sie bitte weiter. Ich habe die Kreditkarte. Sie haben Ihre Kreditkarte bei Serenis Applications vergessen. Der Verkäufer hält sie für Sie bereit. Oh. Naja. Die Quarianerin könnte sie aber gestohlen haben. Ich schließe hiermit den Bericht. Aber ich werde Sie beobachten. Besorgen Sie sich einen Wohnsitz. Sonst verhafte ich Sie wegen... Meinen Sie beide das im Ernst? Was? Sie haben dieses Mädchen fälschlicherweise des Diebstahls bezichtigt. Und jetzt fällt Ihnen nur ein, sie könnte sie gestohlen haben? Jetzt aber mal ganz... Jetzt zu Ihnen. Sie wird belästigt und beleidigt und Sie wollen sie wegen Landstreicherei verhaften? Und wie würde es Ihnen gefallen, wenn ich Sie wegen Behinderung der Justiz einbuchte? Sie glauben, Sie könnten einen ehemaligen Spectre einbuchten? Sie beide sollten jetzt einen Abgang machen. Ah, verdammter. Danke, ich würde Ihnen gern mehr dafür geben als ein paar Worte. Kommen Sie klar? Kommen Sie ab jetzt selber klar? Ich denke schon. Meistens esse ich abends zwar nur Nährpaste in einem turianischen Asyl, aber ich überlebe. Danke. Oh. Können wir die nicht mitnehmen? Und dann einfach in der Flottille absetzen, wenn wir da mal vorbeikommen. Ich weiß ja nicht. Rein? Wo rein? Nee, warte, das war ja, da wollte ich nicht unbedingt rein, nein. Gut. Warte. Jetzt wollte ich gerade mal hier kurz. Haben wir jetzt hier alles gesehen? Galaktische Nachrichten. Das Gefängnisschiff Purgatory wurde zerstört, anscheinend bei einer Revolte. Sicherheitsschiffe sind unterwegs, um Häftlinge und Wärter aus den Rettungskapseln zu bergen. Okay. Haben wir nichts mit zu tun gehabt. Man kriegt hier draußen keine okay, wo gibt's denn hier dieses Schnellreisegedönsrad? War das? Na egal. Wir gehen nochmal nach oben. Also wir brauchen jetzt dringend Kohle, um die ganzen Sachen hier zu kaufen. Ich habe mal wieder zu viel Geld ausgegeben hier. Das Problem hatte ich irgendwie im ersten Teil nicht. Da hatte ich mehr Geld, als ich nötig hatte. Warte. So. Wo ist denn jetzt hier da? Transitgedöns? Da. Ich will mal kurz gucken, was wir denn jetzt schon alles hier bereisen können. Ebene 27 Dock. Okay, achso, das ist unsere... okay, und das Industriegebiet ist da, wo wir hätten quasi reingehen können müssen, tuten. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Präsidium, weil da sind wir jetzt noch nicht gewesen. Ich möchte mich da gerne noch umgucken, bevor wir in die Industriegebiete gehen, um dort Garrus... Quest zu machen. Ah, da werden Erinnerungen wach. Dieses Treffen wäre produktiver, wenn Odina sich anschließen würde. Mein Berater ist nicht verfügbar. Als Ratsherr bin ich die Stimme der Menschheit und der Allianz. Shepard wird in Kürze... Oh, Commander. Wir haben gerade von Ihnen gesprochen. Freut mich, alter Freund. Es ist lange her, Anderson. Ich hoffe, die vergangenen Jahre waren gut zu Ihnen. Es gab ein paar Stolpersteine. Es ist gut, dass Sie wieder da sind. Wir haben viele Gerüchte über Ihre unerwartete Rückkehr gehört. Einige davon sind beunruhigend. Aha. Wir haben dieses Treffen einberufen, damit Sie Ihre Vorgehensweise erklären können, Shepard. Das sind wir Ihnen schuldig. Schließlich haben Sie bei der Schlacht gegen Saren und seine Geth unser Leben gerettet. Die Geth des Sovereign. Saren hat die Geth nicht befehligt. Es war der Reaper, die Sovereign. Ja, natürlich, die Reaper. Jene unsterbliche Spezies intelligenter Raumschiffe, die angeblich in den Tiefen des Raums lauert. Wir haben diesen Ansatz zurückgewiesen. Dummheit. Shepard,
Außer Ihnen hat niemand das Hologramm auf Ilos gesehen, das Ihnen die Wahrheit über die Reaper verraten hat. Nur Sie und Ihre Crew haben jemals mit der Sovereign gesprochen. Ich glaube Ihnen, aber ohne Beweise aus anderen Quellen werden die anderen weiterhin denken, dass Saren hinter den Angriffen der Geth gesteckt hat. Und was hat das für einen Grund, dass die Geth Saren gefolgt sind? Saren war ein organisches Wesen. Die Geth hätten ihn niemals als Anführer akzeptiert. Sie sind ihm nur gefolgt, weil er für die Sovereign gearbeitet hat. Saren war ein faszinierendes und charismatisches Individuum. Er hat die Geth davon überzeugt, dass die Reaper real sind. Genau wie er sie davon überzeugt hat. Es gehörte zu seinem Plan, die Citadel anzugreifen. Die Reaper sind lediglich ein Mythos, den sie beharrlich ins Feld führen. Wir glauben, dass sie das glauben. Aber deshalb muss es noch lange nicht wahr sein. Vigil oder Sovereign prüfen? Was ist denn Vigil nochmal? Gehen Sie zurück nach Ilos und reden Sie mit Vigil. Ah. Oder sehen Sie sich die Überreste der Sovereign an. Die Technologie ist der unseren ganz offensichtlich überlegen. Das Hologramm auf Ilos funktioniert nicht mehr und wir haben keine Indizien dafür gefunden, dass die Sovereign kein Werk der Geth war. Die Geth sind zu beeindruckenden technischen Errungenschaften fähig. Vermutlich hat Saren sie genau deshalb rekrutiert. Diese Reaper-Theorie belegt nur, wie angeschlagen ihr Geisteszustand ist. Sie wurden manipuliert. Von Cerberus und davor von Saren. Warum funktioniert denn Vigil, also dieses Hologramm nicht, das uns alles erklärt hat? Ist der kaputt gegangen oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe was Besseres verdient. Cerberus hatte recht über sie. Okay, komm, wir machen mal das Nettere. Ich hoffe nämlich, dass wir schon Hilfe vom Rat irgendwie kriegen, wobei ich den auch nicht mag. Ich habe Saren davon abgehalten, die Citadel zu erobern. Ich habe Menschenleben geopfert, um diesen Rat zu retten. Das stimmt. Wir befinden uns in einer schwierigen Lage, Shepard. Sie arbeiten für Cerberus, einen erklärten Feind des Rats. Das ist Verrat, ein Kapitalverbrechen. Das geht zu weit. Shepard ist eine Heldin. Als Mitglied dieses Rats werde ich diese Schönfärberei nicht länger dulden. Vielleicht gibt es einen Kompromiss. Keine öffentliche Anerkennung angesichts Ihrer Kontakte, aber etwas Unterstützung am Rande. Shepard, wenn Sie sich bedeckt halten und Ihr Operationsgebiet auf die Terminus-Systeme beschränken, bietet Ihnen der Rat die Wiedereinstellung als Spectre an. Eine Wiedereinstellung? Was soll das heißen? Muss ich dann anfangen, Berichte einzureichen? Das wird nicht nötig sein. Wir wollen damit nur unseren guten Willen unter Beweis stellen. Wir können uns nicht an einer Untersuchung der verschwundenen Kolonien in den Terminus-Systemen beteiligen. Aber als Zeichen unserer persönlichen Wertschätzung würden wir Sie wieder als Spectre einstellen. Naja, als Spectre hat man Zugang zu gewissen Sachen, die vielleicht helfen könnten. Und ich meine, da die ja sowieso relativ autonom arbeiten und wenig Kontrolle durch den Rat haben und wir ja sowieso schon einmal rausgeflogen sind, würde ich sagen, ich fühle mich geehrt. Weil man kann ja immer noch irgendwann sagen, wisst ihr was? LMAA. Ich nehme Ihr Angebot an. Es ist gut, den Rat auf meiner Seite zu wissen. Viel Glück bei Ihren Nachforschungen, Shepard. Wir hoffen auf eine rasche Lösung und auf ein baldiges Ende Ihrer Verbindung mit Cerberus. Na, das lief doch besser als erwartet. Ihnen ist natürlich klar, dass das Angebot des Rats rein symbolisch ist. Unternommen wird gar nichts. Sie sollten mich nicht stören. Kein Grund für Kontaktabbruch. Hä? Was? Auch wenn Sie nicht helfen, empfiehlt es sich doch, sich weiterhin gut mit Ihnen zu stellen. Das stimmt. Machen Sie sich keine Sorge um den Rat oder die Allianz. Ich finde schon einen Weg, Ihnen den Rücken freizuhalten. Danke. Das dürfte kein Problem sein, solange Sie in den Terminus-Systemen bleiben. Anderson, wir müssen reden. Arschloch. Shepard, was machen Sie denn hier? Hier sind gerade komische Grafikfehler unterwegs. Ich besuche einen alten Freund. Kurze Stippvisite, um zu sehen, wie es Anderson geht. Sie müssen mich nicht decken. Ich habe Shepard eingeladen, mit dem Rat zu sprechen. Wir haben unser Treffen soeben beendet. Sie haben was? Ratsherr, haben Sie schon mal den Begriff politischer Selbstmord gehört? Politik ist mir egal. Ich bin hier, weil das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht. Darum sollten Sie sich Sorgen machen.
Soldaten wie Sie denken alle gleich. Immer mit dem Kopf voraus in jedes Problem, ohne die langfristigen Konsequenzen zu bedenken. Ich treffe hier die Entscheidungen, Udina. Und Ihr Job ist es, meinen Dreck wieder wegzuräumen. Kapiert? Natürlich, genau Ratsherr. So wollte ich das. Angesichts der potenziellen Größe dieses Müllbergs werde ich sofort damit beginnen. Ich bin in meinem Büro. Boah, dieser Drecksack. Tut mir leid. Udina hat nie verkraftet, dass ich den Sitz im Rat bekommen habe und nicht er. Manchmal muss ich ihn eben zurechtweisen. Hat mich nicht gestört. Udina macht nur seine Arbeit. Wohl wahr. Was? Er ist durchaus. Dann hätte ich das andere nehmen müssen. Und wenn auf der Citadel etwas erledigt werden muss, weiß er genau, an wen man sich dafür wenden muss. Außerdem nimmt er mit Wonne all die offiziellen diplomatischen Pflichten wahr, für die ich gar keine Zeit hätte. Und keinen Bock wahrscheinlich. Wie sieht denn der Schaden der Citadel aus? Wie lange hat es nach der Schlacht gedauert, hier alles wieder zum Laufen zu bringen? Wir sind noch mittendrin. Die Handelszentren und die am dichtesten bevölkerten Bezirke sind fertig. Aber mit der völligen Wiederherstellung ist erst in rund 5 Jahren zu rechnen. Aber die Keeper überraschen uns immer wieder. Als ob unsere Reparaturen sie stören würden. Wir stellen irgendein hässliches neues Teil auf und ein paar Tage später haben sie es wunderbar verschönert und integriert. Für schwere Bauvorhaben sind sie eigentlich gar nicht gedacht. Und ich habe keine Ahnung, woher sie die Ressourcen nehmen. Aber ohne sie würden wir niemals fertig werden. Naja, die sind mehr oder weniger das Herz dieser Zitadelle. Okay, und was ist mit den Überresten der Sovereign passiert? Es überrascht mich, dass niemand erkennt, dass die Sovereign keine Technologie der Geth ist. Wurde denn das Wrack nicht untersucht? Da gibt's nicht viel zu sehen. Überall auf der Station hat es Teile davon geregnet. Es herrschte Chaos und unzählige Spezies haben in den Bezirken ihre Toten gesucht. Wir haben so viel geborgen, wie wir konnten. Aber wegen der Keeper und nicht autorisierter Bergungen liegt heute weniger als die Hälfte von dem Ding vor. Außerdem wollen sie nicht zugeben, was die Sovereign war. Und der Krieg mit den Geth, wie ist der ausgegangen? Ist das... Warte mal, der... Ja, das wissen wir doch. Oder gibt es jetzt Krieg mit den Geth? Ich habe keine Ahnung, was sie damit sagen will. Mein letzter Stand ist, dass wir immer noch Widerstandsnester bekämpfen. Ah, okay. Hier und dort. Aber die sind zunehmend schlechter organisiert. Krieg kann man das schon lange nicht mehr nennen. Es ist eher eine Aufräumaktion. Ich würde sie noch nicht völlig vernachlässigen, aber relevante Verluste haben wir schon seit Monaten nicht mehr. Wenn ein ziviles Schiff ein Nest entdeckt, schicken wir eine Einheit und heben es aus. Sie sind für uns keine Schreckgestalten mehr, so wie früher. Na, immerhin. Ash auf Horizon, was? Ashley Williams war auf Horizon. Ach so. Sie sagte, sie würde Cerberus durchleuchten. Ich weiß. Ich habe die Mission genehmigt. Wir mussten herausfinden, ob Cerberus hinter den verschwundenen Kolonisten steckt. Tut es nicht. Ich konnte niemandem davon erzählen, ohne die Untersuchung zu gefährden. Tut mir leid. Sie spioniert mir nach? Ich dachte, wir wären Freunde. Ich hätte nicht erwartet, dass sie etwas hinter meinem Rücken machen. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nichts von ihnen. Und selbst wenn, hätten wir ihnen nichts gesagt. Der Unbekannte hätte sie doch manipulieren können. Sie belügen. Der Bericht hat dann ihre Geschichte bestätigt. Ich traue Cerberus zwar immer noch nicht, aber es stimmt, dass die Verschleppung der Kolonisten auf das Konto der Kollektoren geht. Leider hat Williams nichts gefunden, um den Rat davon zu überzeugen, dass die Reaper dahinter stecken. Oder dass sie auch nur existieren. Schade. Wie ist es denn Ihnen so ergangen? Wie ist es Ihnen in den letzten Jahren ergangen? Der Sitz im Rat ist nicht das, was ich mir für meinen Lebensabend vorgestellt hatte. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde ständig mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Die Wahrheit über die Sovereign zu kennen, ist eine große Belastung. Ein Albtraum. Ich kann schon verstehen, warum andere es nicht glauben wollen. Aber ich weiß, wie wichtig es ist. Also versuche ich es weiter. Immer einen guten Kampf liefern, richtig? Sie sollten mit mir kommen. Aber dann wird Udina Ratsmitglied, das will ich auch nicht. Vergessen Sie Udina und den Rat. Schließen Sie sich meiner Crew im Kampf gegen die Kollektoren an. Ich bin zu alt, um durch die Galaxie zu rasen. Und trotz aller Klagen habe ich hier eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Die Front, die gehört Ihnen. Okay. Das war's dann offensichtlich hier. Ich gehe jetzt besser. Natürlich, Shepard, ich verstehe. Ich würde gern mehr für Sie tun, aber wenn Sie was zu besprechen haben, finden Sie mich immer hier. Aber tun Sie mir einen Gefallen und seien Sie vorsichtig. Man kann Cerberus nicht trauen. Oh, glaub mal, ich traue Cerberus auch nicht besonders weit. Also, sobald es irgendwann mal nach eine Frage der Loyalität ist, wo ich stehe, dann definitiv nicht Cerberus. Die Sirta Foundation
wird vermutlich zum Ende des Finanzjahres schließen müssen. Sie hat sich von einem tödlichen Angriff biotischer Extremisten auf eine ihrer medizinischen Einrichtungen vor 2 Jahren nicht mehr erholt. Oh. Ja. Huch, warte. Ach so. Ach, ich... Oh, kann ich nur hier rein? Oh, ich wollte mich doch so gerne hier oben im Präsidium umgucken. Da unten lang gehen und die ganzen Sachen wieder besuchen. War, das ist es alles, was jetzt hier von dem bekannten Kram zu benutzen ist? Darunter kann ich nicht gehen. Da bin ich jetzt aber ein bisschen traurig. Bin ich sehr traurig. Hallo Azari, ich möchte gerne mit dir reden, aber ich darf nicht. Mann, das ist ja doof. Naja, gut. Dann würde ich vorschlagen, ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal nach unten. So. Und jetzt gucke ich gerade mal. Was haben wir denn noch so an Quests? Warte. Also wir haben ja hier besondere Zutaten, müssen wir wieder abgeben. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas, wo hier Doppelpunkt Citadel vorsteht? Nö. Missionen. Garrus, Auge um Auge, Fate finden. Okay, das machen wir jetzt einfach mal. In der Nähe der Neonmärkte im Zakerda-Bezirk. Das heißt, wir gehen jetzt zu diesen Warenhäusern hier. Ich gehe mal davon aus, dass der Quest nicht hier sofort an... sein. Die Schläger des Fälschers sind bestimmt drin. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier nicht direkt anfangen mit, Werbung? Mit Kämpfen oder sowas, dass man da sich auch noch umgucken kann, aber wir sind vorsichtig. Denn wir haben noch 9 Minuten und das werden wir ausnutzen. Erfrischender, wohlschmeckender Tupari-Sporttrink jetzt nicht genau das Richtige? Oh ja. Tupari, jetzt auch erhältlich mit rechtsdrehenden Aminosäuren. Aminosäuren drehen sich rechts rum? Okay. Gut, wir gehen mal in den was auch immer hier für den Bezirk. Oh, hi. Geht doch sofort mit Kämpfen los. Na? Wie geht's so? Bist du Fade? Fade? Sie sehen ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Der Schein kann trügen. Oh Gott. Also, wer von Ihnen würde gerne von der Bildfläche verschwinden? Mir wäre es lieber, wenn Sie jemanden wieder zum Vorschein bringen könnten. Ah, diese Dienstleistung haben wir nicht im Programm. Oh, das war schade. Machen Sie eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Hey! Verdammt, schnell, erschießt sie! Erschießt sie! Ihr begriffsschriftigen Riesen! Zu langsam. Wow. Wozu mache ich mir überhaupt die Mühe? Also ich muss ja dazu sagen, ich habe immer dieses Bedürfnis, sobald da so ein Mausklick-Dingens kommt, der da drauf zu drücken, ob es jetzt gut oder böse ist. Aber wir hätten wahrscheinlich eh kämpfen müssen, nicht wahr? Wir müssen uns unterhalten. Wir suchen jemanden, einen Klienten von Ihnen. Nicht von mir. Ich bin nicht Fade. Ich arbeite nur für ihn. Irgendwie. Okay. Ich wusste es. Ja, dann... Dann sollten Sie uns jetzt sagen, wo wir ihn finden. Ja, natürlich. Er ist im Industriegebiet. In der alten provisorischen Gießerei. Ich weiß, wo das ist. Er hat da jede Menge Söldner. Blue Suns. Harkin glaubt, dass sie ihn beschützen. Blue Suns? Was haben die Blue Suns damit zu tun? Sie nutzen seine Verbindung. Damit ihre Leute Unternehmen und Organisationen hier auf der Citadel infiltrieren können. Mistkerl. Er benutzt C-Sicherheit, um diesem Abschaum zu helfen. Hm. Nein, nein, nein. Naja. Nicht wirklich. C-Sicherheit hat ihn vor einiger Zeit gefeuert. Aber er kennt natürlich das System. Interessant, aber das ändert nichts. Wir müssen ihn trotzdem finden, bevor wir uns um Sidonis kümmern können. Harkin. Ja, klar. Okay. Dann los. Nun, dann werden wir Harkin mal einen Besuch abstatten. Wir müssen zur Transitstation. Von dort kann ich uns zu ihm bringen. Dann kann ich
Also gehen? Oh. Sicher. Aber wenn wir Hake nicht finden, kommen wir wieder zu Ihnen. Oh. Gut. Okay, können wir uns hier noch umgucken? Ein Taxi rufen. Ja, Hakin, warte. Der... Ja, jetzt haben wir abtrünnigen Punkte gekriegt. Das war doch... War das nicht... Ich... Warte mal, Hakin. Der war auf jeden Fall bei der... Ja, der sagt mir auf jeden Fall was. Mal gucken. Kriegen wir Informationen, wenn ich hier irgendwie gucke? Codex? Nee, kann man nur... Kann man keine Personen angucken, oder? Schade eigentlich. Kann man nur Völker angucken. Als die Menschen. Ja. Oder? Hier gibt es nicht noch irgendwie Menschen. Menschheit und die Allianz. Nee, aber es gibt nicht so speziell Sachen, wo man Menschen oder Personen abrufen kann. Das wäre nicht schlecht zu wissen. Aliens. Ratsvölker, ausgestorbene Spezies. Nee. Da könnte man mal. Das könnte man eigentlich mal in diesen Codex reinbringen, dass man nochmal Personen nachguckt. Wo man die getroffen hat, was passiert ist. Eine Rückerstattung und ein Umtausch zugesichert. Ich soll hier einen neuen Universalkonverter abholen. So. Wir gehen jetzt hier hin und dann ins Industriegebiet. So. Und dort werden wir wahrscheinlich gegen Blue Suns kämpfen und den Hakin treffen. Und dann mal gucken, was dann passiert. Aber wir suchen doch eigentlich wen anders, oder nicht? Oder suchen wir Hakin? Warte mal, was war denn eigentlich das Ziel? Fate zu finden, weil irgendwer anders... Komm, wir nehmen Grunt mit. So. Der ist wenigstens... Der stirbt wenigstens nicht so schnell. Wie sieht's aus? Der... Gott, ich überlege gerade. Betäubungsschuss ist beides so für organische Ziele, oder? Komm, dann machen wir mal Brandmunition. Oder Verstärkung, was war das? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, komm, wir machen Brandmunition. So. Gut. Schicke Autos haben die hier. Du passt auch gerade so ganz knapp ein Grunt rein. Da ist er! Shepard? Steht nicht rum! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Laufen Sie ruhig davon, Hakin. Wir finden Sie schon. Okay. Achtung! Moment. Wie viele sind denn das jetzt? Ach, nur zwei? Ach, das ist ja süß. So muss es sein! Ist der hin? Okay, er ist hin. Na toll. Fing ja schon mal actionreicher an. Okay. Wir haben noch 2 Minuten. Dann gehen wir mal weiter. Ich hoffe, wir treffen jetzt nicht sofort auf Hakin. Was haben wir denn hier? Abfall. Im Abfall haben wir 600 Credits gefunden. Na, so einen Abfall hätte ich auch gerne. So, weiter geht's. Oh, ein Loki. Okay. Na toll. Das war irgendwie... War schneller zu Ende als gedacht. Aber wir gucken uns erstmal hier um. Explosive Container... Warte mal. Vielleicht müssen wir doch erstmal da gucken. Ich will nichts verpassen. Ach so, hier ist nur... Okay. Oh, hi. Wo ist was? Da. Moment. Ich möchte gerne erstmal hier eine Munition. Eine Brandmann-Disruptor. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht genau, ob Brandmunition... Die ist, glaube ich, nur für organische... Gegner, ne? Ich bin Organa! Okay. Nein! Achtung, rechts! Warte, rechts? Ach, da. Das ist aber ein anderes rechts. Das ist nicht mein rechts. Ach, da ist rechts. Okay, den nehmen wir mal. Bam! So, das ist auf jeden Fall ein... Genau, sind, ich wollte schon sagen, es sind nicht alles synthetische Gegner, nur auch. So. Komm.
Aha. So muss es sein. Ach, da leben, die leben ja noch. Was ist das denn? Oder sind da noch welche dazu? Abfall. Was sagen die? Abfall. Okay. So, wir sammeln Munition. Und wir machen in diesem Container jetzt hier eine Pause, denn jetzt ist die Folge wirklich zu Ende. Kommt mal alle her. Kommt mal bei mir vorbei. Ja, ja. Verstanden. Komm mal hier hin. So. Kommt mal. Verstanden. Na komm. Bin auf dem Weg. So ist fein. Jetzt werden wir erstmal hier eine kleine Pause machen und in der nächsten Folge wird es dann weitergehen. Und ich glaube, ich google jetzt gleich mal, wer Harkin ist, damit ich hier weiß, wer das ist und was das soll. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!